Zunächst zu den Autokraten. Westliche Demokratien kommen nicht umhin, auch mit Autokraten zu sprechen. Sie können ihr System, die westliche Demokratie, niemandem aufzwingen, aber sie können immer für ihre Überzeugungen eintreten. Und sie müssen das vor allem dann tun, wenn in dem betreffenden Land Menschenrechtler oder Menschenrechtsgruppen sich für die Werte einsetzen, für die der Westen steht. Das ist oft sehr schwierig, es ist ein Balanceakt, aber der Westen darf um seiner Glaubwürdigkeit willen die eigenen Überzeugungen nicht verleugnen. Und er kann glaubhaft für seine Werte, für seine Normen nur einstehen, wenn er selbstkritisch mit seiner Geschichte umgeht, mit einer Geschichte, die eben auch eine Geschichte von Verstößen gegen die eigenen Werte ist. Ich denke an die Sklaverei und den Sklavenhandel und an Kolonialismus und Imperialismus. Das alles muss selbstkritisch aufgewertet, aufgearbeitet werden, um den Westen in die Lage zu versetzen, selbstbewusst und überzeugend für seine Überzeugungen einzustehen. Und was die Populisten angeht, soweit diese Bewegungen Sorgen aufgreifen, die in der Bevölkerung verbreitet sind, müssen die Sorgen ernst genommen werden und muss die Auseinandersetzung mit den Populisten punktgenau, nicht pauschal erfolgen. Populisten müssen, vor allem wenn sie in Parlamenten vertreten sind, gestellt werden. Sie müssen die Widersprüche serviert bekommen von ihren Gegnern, die Widersprüche ihres Programms, ihrer Aussagen. Die Populisten müssen konfrontiert werden mit dem Realitätsgehalt ihrer Versprechungen. Der amerikanische Historiker Richard Hofstadter hat einmal über den Urpopulismus in den USA, eine Bewegung des späten 19. Jahrhunderts, gesagt: Die Utopie der Populisten liegt nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Das ist es. Das gilt auch für die heutigen populistischen, für die allermeisten populistischen Bewegungen. Sie spiegeln ihren Anhängern und denen, um die sie werben, eine Vergangenheit vor, die es so nie gegeben hat und die vor allem nicht wiederherstellbar ist. Das gilt auch für die deutsche AfD. Es gilt im Grunde für alle populistischen Parteien, die der Schweiz, Frankreichs und Österreichs. Und genau diese Rückwärtsgewandtheit führt dann auch zu der These, dass man den Populisten vorhalten muss, sie täuschen ihre Anhänger. Sie geben Scheinantworten auf die Herausforderungen der Zeit. Wenn sich die demokratischen Kräfte diesem Dialog stellen, dann werden sie die Populisten auch entzaubern können. Aber sie dürfen dem kritischen Dialog nicht ausweichen und sie dürfen auch nicht mit pauschalen Etikettierungen, das sind ja alle Nazis oder so, der Auseinandersetzung ausweichen.